Freunde, hallo und herzlich willkommen hier zurück bei einem weiteren neuen Quiz aus unserem fantastischen Quizstudio. Wir spielen heute eine Runde Community-Duell mit fantastischen Gästen. Wir haben natürlich die Heimmannschaft, ja, Paul und Flo, Team Dr. Freud am Start. Aber wir haben auch zwei fantastische Gästinnen am Start. Wir haben die fantastische Anne aka Yvraldis und Leslie aka Farbenfuchs. Folgt ihnen gerne auf Twitch. Heute auf der Gegnerseite sozusagen. Ich spiele gegen das Heimteam. Ja, wir schauen mal, ob ihr heute zu den Champions werden könnt und dann das nächste Mal gegen ein anderes Team antreten. Auch wieder hier sein dürft. Oder ob ihr nochmal antreten müsst gegen ein anderes Team. Wir gucken mal. Wir schauen mal, cool. Freunde. Wir spielen Community-Duell. Das heißt, ich stelle euch gleich eine Frage, die wir auch unserer Community gestellt haben. Und wir suchen die 6 häufigsten Antworten jeweils darauf. Ja? 100 Leute haben wir immer gefragt. Und das heißt, so viele Leute, wie diese Antwort gegeben haben, so viele Punkte gibt es zu erspielen. Bei der ersten Frage ist das Wichtigste. Ich stelle die Frage und sobald ich die Frage ausgesprochen habe, könnt ihr buzzern. Und dieses Team darf eine Antwort geben. Wenn diese Antwort dabei ist, dann spielt euer Team die gesamte Runde. Es gibt aber die Möglichkeit fürs Gegnerteam, die Punkte zu stehlen. Und das erkläre ich euch dann, wenn es soweit ist. Ich habe eine Frage. Ja. Ergibt, aber die Zahl ergibt, die Gesamtzahl ergibt nicht immer 100. Ergibt nicht 100, weil natürlich auch viele Leute dann eine Antwort gegeben haben, die auf Platz 7, 8, 9 oder 10 ja, klar. Ist. Ja, klar. Korrekt. Ich habe eine Frage. Ja, Paul. Könnten wir beim nächsten Mal 360 Leute fragen? Das wollte ich gerade fragen. Wir fragen beim nächsten Mal 1000 Leute oder 360 Leute, finde ich eigentlich fantastisch. Gute Idee, machen wir. Die Idee das war auch kam aus dem Chat. Warum habt ihr nicht 360? Das nächste Mal fragen wir 360 Leute. Ihr seht hier unten eure Punktestände und ihr seht auch 3 Kreuze. Ja. Denn das Ding ist, sobald einer von euch, ihr antwortet in einem Wechsel, sobald einer von euch eine falsche Antwort gibt, also eine, die nicht dabei ist, sammelt ihr ein Kreuz. Bei 2 Kreuzen darf sich euer Gegnerteam beraten. Erst dann, was eine richtige Antwort sein könnte. Und sammelt ihr das dritte Kreuz, da seht ihr es gerade, gibt es die einmalige Chance für das Gegnerteam, euch alle Punkte zu klauen aus dieser Runde, indem sie eine richtige Antwort liefern. Ja, falls ihr es nicht schaffen, gehen die Punkte, die bis dahin erspielt wurden, auf euer Konto. Freunde, so funktioniert Community-Duell. Dürfen wir uns beraten? Ihr dürft euch, ihr dürft euch leider nicht beraten. Ihr müsst nacheinander abwechselnd Antworten geben. Beraten darf sich das Gegnerteam, sobald 2 rote Kreuze da sind. Keine Sorge, wir haben zugehört, Olli. Und die Antwort, die Frage und die Antworten, die erscheinen gleich hinter mir auf dem Bildschirm. Da könnt ihr die sehen. Ihr könnt ja an mir vorbeischauen. Wunderbar. Der Chat sieht sie ebenfalls. Und obwohl du ein ziemlicher Schrank bist. Das ist nicht einfach. Ja, besser, danke. Super lustig. Die Beine auf seiner Seite. Fantastisch. Freunde, ich möchte in der ersten Frage gerne, denkt dran, ich muss die Frage zu Ende vorgelesen haben, bevor ihr buzzert. Ich möchte in der ersten Frage gerne von euch wissen. Hier kommt Frage 1. Nenne einen ikonischen Videospielbösewicht. Flo? Bowser. Sagt ja. Bowser und das sagten 48 Leute. Das ist tatsächlich Top-Antwort. Damit spielt jetzt Team Flo, also Team Dr. Freud, das spielt jetzt diese Runde. Aber ihr habt vielleicht die Möglichkeit, die Punkte zu stehlen. Wir schauen mal. Jungs, das ging fix. Schon mal direkt die Top-Antwort mit 48 Punkten. Können wir die jetzt euch, einfach nehmen? Nein, ich sag euch direkt, 48 Punkte ist schon eine richtige Ansage. Ne? Also 48 Punkte ist schon dolle. Aber Paul, dein Teampartner hat gerade fantastisch geantwortet. Stimmt, ich bin ja jetzt dran. Wir erwarten jetzt von dir einen ikonischen Videospielbösewicht. Ganondorf. Ganondorf, nice. Sagt der Paul. Und Ganondorf ist natürlich mit dabei. Das ist die zweithäufigste Antwort. Ja. Mit 19 Stimmen. Auch das geht jetzt erstmal auf euer Punktekonto. Paul. Nee. Gute Antwort. Ach so. Nee. Ich bin einfach überhaupt nicht bereit, weil ich weiß niemanden mehr. Kane. Kane aus Command and Conquer. Ist Kane dabei, Freunde? Stark, stark. Leider nein. Oh. Kane, euer erstes Kreuz an der Stelle. Kane leider nicht dabei. Paul. Ja. Jetzt meine Frage, formulierungstechnisch. Das ist kein Bösewicht, ich bin ne? Bösewicht. Oh, böse. Sorry, ich muss kurz. Gib mir eine Geh Sekunde nach. Geh kurz in dich, Paul. Ist kein Problem. Denk mal an alle Spiele. Ja, ich weiß zum Beispiel, für mich wäre das ein ikonischer Bösewicht an sich, aber es ist, ich sage, der Lich King. Der Lich King, also Arthas aus Warcraft, aus der Warcraft-Saga. Ist Arthas dabei, Freunde?
Leider nein. Auch nicht. Das zweite Kreuz für euch und damit dürft ihr euch jetzt beraten. Was? Ja. Seid nicht so laut, das könnten sie hören. Das ist euch einfach klar, aber ihr dürft euch ab sofort beraten. Ja. Beim dritten Kreuz dürft ihr versuchen, die Punkte zu stehlen. Flo, es hängt an dir. Digga, ich habe einen nur im Kopf die ganze Zeit, ich muss den nennen, weil ansonsten ist kein Platz für einen neuen. Wario. Ja. Wario. Ist Wario dabei, Freunde? Ja, Wario ist dabei. Irgendwas von mit gerade mal 3 Stimmen. Aber sind das die jetzt alle? Ja, das ist die Frage. Weil es ist, bisher ist es Nintendo. Ja. Oh shit, einen habe ich noch. Fuck. Paul. Ich brauche noch eine Antwort von dir. Ja. Ich habe vergessen, wie er heißt. Kann ich dir den gut umschreiben? Ja, Flo, bitte leise. Keine Tipps geben. Paul, darfst du, ja? Du darfst ihn mir umschreiben. Ich habe leider wirklich gerade vergessen, aber für mich ist er, ich weiß, wenn ihr halbwegs so alt, aber es ist halt die Frage, wenn mir der Name schon nicht einfällt, ist natürlich schwierig. Aber ich mache trotzdem der Doktor aus dem Sonic-Universum. Dr. Robotnik. Dr. Robotnik, danke. Dr. Robotnik. Ist Dr. Robotnik dabei? Ist ein guter Call, finde ich tatsächlich. Aber fällt den Leuten genauso wenig wie dir ein. Dr. Robotnik leider nicht auf der Liste. Euer drittes Kreuz, damit die einmalige Gelegenheit für euer Gegnerteam, die Punkte zu stehlen. Habt ihr euch beraten? Ja. Das könnte. Ja, aber nicht so erfolgreich. Nicht so erfolgreich, sagt ihr. Videospiel-Bösewicht. Ich brauche eine Antwort von euch. Oh. Ist eure Chance jetzt hier knapp 21, 69 Punkte zu stehlen. Wäre schon ein fantastischer Punktestand, muss ich sagen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob der damit, wenn Mario schon nur 3 hat. Versuch's einfach. Ich weiß nicht, wir haben sonst nichts anderes, oder? Mach mal. Also wir würden, also es ist halt echt ein Problem. Also du kennst mich und Namen, schwierig. Ja. Ich habe Paul auch gerade ein bisschen geholfen, ist ja kein Problem. Woher soll er das wissen? Er ist ein absolut unabhängiger Moderator. Ich dachte mir halt auch so, also ein ikonischer Videospiel-Bösewicht. Mhm. Es könnte halt alles sein. Du könntest ja sogar sowas sagen wie, also wenn ich jetzt drüber rede, ist es noch nicht eingeloggt, oder? Nein, ist noch nicht eingeloggt. Okay, dann könnte es ja sogar sowas wie Scarecrow sein von Batman oder der Joker oder sowas, weil du hast auch solche Spiele. Stimmt. Aber absolut. Ich weiß nicht, ob es ikonisch genug ist, dass deine Leute darauf geantwortet haben und sowas drin haben. Das ist die Frage, du, was hat also, ne, oder bei League of Legends hast du keinen richtigen Bösewicht an sich, aber du hast natürlich Charaktere, die jetzt vielleicht ein bisschen verhasster sind, wo du sagst, ah, Timo. Obwohl es eigentlich, naja, aber... Ja, wir suchen, ne? Schon, das kann ich soweit schon sagen, wir suchen schon so nach Bösewichten. Wie es in der Frage steht, ikonische Bösewichte. Ja, und Timo ist jetzt kein ikonischer Bösewicht. Doch, natürlich. Diablo. Okay, wenn sie sich jetzt gerade dagegen entschieden haben, ist es rigged. Heißt der so? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie jemand bei Diablo heißt. Darf ich noch 2 dann nennen, ich habe immer nur gespielt, aber nicht mit Punkten. Nein, nein. Ich habe immer nur gemetzelt. So, ich brauche eine Antwort von euch, bitte. Was ist mit, abseits von Lich King hast du doch auch noch, Sylvanas. Ihr müsst mir bitte eine Antwort geben. Sylvanas. Sylvanas aus Warcraft, ne? Mhm. Ja, wenn guter die das Call. Jetzt ist aber der Lich King nicht dann raus. Sylvanas, ja, wenn der Lich King schon nicht dabei ist, Sylvanas auch nicht aber dabei. Aber die ist so. Mann, Chance vertan, leider, tut mir leid, keine Punkte für euch. Damit, damit gehen jetzt die aktuellen Punkte auf euer Konto. Das sind 69 Punkte, die erstmal auf euer Konto gehen. Flo, du hattest noch was im Kopf. Ja, Vaas und Sephiroth. Das ist stark. Tatsächlich wurden alle Namen auch schon genannt. Der Joker wäre auch drauf gewesen. Mann, ja, nein! Vaas Montenegro, Sephiroth und natürlich den Joker auch noch mit dabei. Ja. Hätte noch ordentlich Punkte gegeben. Es sind 70 Punkte sogar auf eurem Konto. Ja, okay. Freunde, 70 Punkte damit. Wir klären einmal die Xe. Und kommen zu der nächsten Frage. Haltet eure Hände bereit. Ihr wisst ja, wer schneller buzzert, der ist am Zug. Ich möchte in Frage 2 von euch wissen, denn wir haben 100 Leute gefragt, nenne einen Film von Steven Spielberg. Wow, das war schnell. Hä? Nee, du fang an. E.T. Arsch. Flo sagt E.T. Ist E.T. dabei, Freunde? E.T. Extraterrestrial, E.T. der Außerirdische ist da die Top-Antwort. Da sind wir wieder, da sind wir im Spiel, sind wir da. 27 Punkte damit. Ich hab letztens geschaut, zum allerersten Mal. Schade. Wieso schade. Bin ich denn jetzt? Ich hab gerade ein Riesenproblem. Wir suchen die 6 häufigsten Antworten, Freunde. Flo hat bereits geantwortet. Paul. Ja. Ich möchte gerne von dir einen Film von Steven Spielberg hören. Ja. Aber ich bin jetzt nicht gerade, ich bin nicht doof, oder? Bin ich doof? Indiana Jones? Paul sagt, Indiana Jones ist
natürlich dabei. Indiana Jones Spiel Hobbits. Ich wollte gerade sagen, was ist denn dein Problem? Ich hab gerade ein riesen Gehirnproblem. Indiana Jones natürlich dabei. Ich hatte tatsächlich in der Recherche auch den ein oder anderen Überraschungsmoment. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil du da nicht weißt, war er Producer oder war er Regie geführt? Und es geht hier tatsächlich ein Film. Aber dann ist die ganze Filmreihe drin, oder? Indiana Jones, korrekt. Okay. Ja. Mein Problem ist, ich habe einen im Kopf und ich möchte den gerne ausspucken. Ja, mach das. Die Goonies? Die Goonies sind leider nicht dabei. Sind sie von Spielberg? Ich glaube nicht, dass die Goonies von Spielberg sind. Siehst du, okay, das musste ich aber kurz loswerden, weil ich mein Kopf die ganze Zeit Goonies. Ich bin mir nicht sicher, ob die Goonies auf Spielberg sind. Euer erstes X, Paul. Aber das ist schon der zweite ikonische, ist auch von ihm, ne? Die ikonischste, größte Reihe der Weltgeschichte, Star Wars. Oder also, jetzt sind wir wieder bei genau der Frage, Star Wars, die du vorher Ja. Das ist leider falsch. Ja, das ist George Lucas. Genau, das Zweites war mein X. Problem. Ja. Zweites X, damit könnt ihr euch beraten. Ja, und mal schauen, ob euch ein Film einfällt. Ich hab auch gerade noch so ein Ding im Kopf und denk mir, hä? Ich hab gerade ein Riesenproblem mit George Lucas und Steven Spielberg. Sehen sich auch ähnlich. Jurassic Park? Flo sagt Jurassic Park und Jurassic Park ist natürlich dabei auf Platz 2. Alter, es macht mich so 20 fertig Punkte gerade. Damit, na, 20 Leute haben gesagt, was Jurassic ist denn noch Park? Ein großes... Achso, Entschuldigung. Mit ihm nicht? Ja. Paul. Ja, gib mir eine Sekunde, ich bin am Ende. Ist witzig, weil wüsstet ihr, was bei mir auf dem Zettel steht, würdet ihr aus allen Wolken fallen. Ob vor Überraschung oder... Ich war auch gerade die ganze Zeit davon überzeugt, dass die Goonies von ihm sind. Das ärgert mich voll. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer die Goonies gemacht hat. Aua. Ist das? Ich weiß es nicht. Paul, ich brauche eine Antwort. Avatar. Paul sagt, oder? Avatar. Nee, es war James Cameron. Ja. Das war James Cameron. Ich bin sie. Ich hab. Nein. Leider. Was? Ausgesprochen das dritte X. Es tut mir leid, Paul. Das ist James Cameron. Hast du selbst richtig erkannt. Ich bin so dumm. Die Chance für euch jetzt hier an der Stelle 56 Punkte. Hä? 55 Punkte zu klauen. Du musst das jetzt carryen. Das ist mir gerade richtig unangenehm. Alles. Mein ganzes Leben. Ich überlege gerade. Das Ding ist halt so, mir fällt gerade nichts ein, aber ich weiß, dass bei Dawson's Creek der Typ immer ihn angehimmelt hat. Und ich überlege gerade, welche Poster dort alle im Hintergrund waren. Oh, das ist ein Herangehensweise. Das Problem ist halt, zum Beispiel, als Avatar sagt, das war ich so, nee, das war nicht Steven Spielberg, aber jetzt von alleine auf einen Namen kommen von einem Film, ist mein Gehirn auch so einfach so eine Wand. Ja, also mir geht's richtig schlecht. Ich habe irgendwie gedacht, du carryst das Ding voll alleine durch. Ich dachte das für mich auch am Anfang. Ist irgendeine Idee. Nu. Nee, kurze Regieanweisung. Liz, du kannst gerne auch öfter auf die näheren Perspektiven gehen. Dankeschön. Ich überlege halt. Dankeschön. Also für mich macht er halt so ein bisschen so Märchen, Wohlfühl, Familien-Dings. Von daher würde halt Peter Pan so für mich reinfallen. Da gibt es genügend Teile. Und irgendeiner wird ja wohl dabei gewesen sein, den er gemacht hat. Ja, try it einfach. Das Ding ist, ich bin halt bei einem Steven Spielberg-Film, bin ich halt immer so. Ach ja, der ist ja von dem gewesen. Aber ich habe das vor, also wenn ich einen Film schaue, ist immer so, ja, den Film kenne ich, aber ich wusste wieder nicht, dass das von ihm ist. Das ist aber bei mir ist das auch mit Büchern so, von wegen, das ist der Autor. Machst du einen Timer? So, keine Ahnung. Also ich kann jetzt. Ich brauche eine Antwort, bitte, kein Podcast. Wir locken einen Peter Pan ein. Ihr lockt Peter Pan ein. Ich nehme an, ihr meint den mit Robin Williams, Entschuldigung, der andere ist der Sänger. Ist nicht dabei und ich bin mir auch nicht sicher, ob der von Steven Spielberg ist. Leider die Chance vertan. Damit gehen die Punkte auf euer Konto. Ich habe auch noch eine Frage. Ja. Ist der weiße Hai von Steven Spielberg? Natürlich ist der weiße Hai von Steven Spielberg und wäre auch Platz 3 gewesen mit 11 Punkten. Wir hätten außerdem auch noch gehabt, der Soldat James Ryan mit 5 Punkten und Schindlers Liste mit 3 Punkten. Oh. Schindlers Liste? Oh ja. Oh, da hat er. Der hatte letztens sogar noch irgendwie einen Auftritt dazu. Vor ein paar Tagen erst. Ja, trotzdem 125 Punkte jetzt schon auf eurem Konto. Warum? Ich würde jeden Film, der aus Hollywood kommt, war mein Gehirn gerade, jeder Film ist von Steven Spielberg. mein Gehirn hat plötzlich alles, ich war auch so, Peter Jackson gibt's nicht, nee, Herr der Ringe hat er auch gemacht. So, also mein Gehirn war gerade richtig am Ende. Ich verstehe. Freunde, wir klären einmal die Xe und die Frage und kommen damit zu Frage Nummer 3. Die da lautet... Haltet euch bereit, ja? Ich möchte, dass ihr schnell am Buzzer seid. Wir haben 100 Leute gefragt, nenne einen Song von Scooter. Da waren die Mädels schneller. Oh, das ist das jetzt rigged, Alter. Jetzt gibt es zwei Varianten. Hä? Na, Hyper Hyper? Hyper Hyper
sagt Anne. Und das ist korrekt und auch direkt die Top-Antwort. Damit kann ich für euch jetzt eine höhere Antwort zu sagen. Mit 42 Punkten Hyper definitiv am häufigsten gewählt worden. Aber kennt ihr auch nicht. 5 weitere Songs von Scooter? Leslie vielleicht. Nee. Leslie. Das ist absolut nicht mein Musikgeschmack. Und ich glaube, das könnt ihr euch auch denken. Ich war mit Ollis Familie auf einem Konzert. Denkst du, ich weiß irgendwas? Du warst auf einem Konzert? Ja, mit Ollis Familie. Mit Mama und Papa. Telefonjoker? Nein. Falls mal, weil ich wurde ja so rübergekommen. Ich sage einfach nein. Ich habe gedacht, vielleicht kriegt man das an, dass jedes Team einen Telefonjoker kriegt. Ich finde das ja mal spannend. Nee, es hört sich alles gleich an. Ich sag, jedes Team hat einen Telefonjoker. Jetzt. Den hätten wir bei Steven Spielberg nutzen können. Bei Steven Spielberg hätten wir den nutzen können. Ab der nächsten Frage hat jedes Team einen Telefonjoker. Ja, ja. Boah. Du hast gebuzzert. Ja, aber du musst antworten. Ich muss nicht was antworten. Scooter, ey, Alter, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, gar nichts. Ich hätte nicht gebuzzert. Ich bin. Scooter übrigens, glaube ich, unter den Top 3 der bestverkaufendsten deutschen Acts im Ausland. Okay. Also tatsächlich. Aber du kannst ja auch einfach falsch antworten. Kannst auch falsch antworten. Ja. Hat er vielleicht einen Song, der nach sich selbst benannt wurde? Jetzt guck nicht. Antworte. Gibt es einen Song, der nach sich selbst benannt wurde, Scooter? Scooter? Leider nein. Euer erstes X, Anne. How Much Is The Fish ist kein eigenständiges Lied, oder? Doch. Das ist deine Antwort? Ja. Du sagst How Much Is The Fish? Ja. Das ist die zweithäufigste Antwort und völlig richtig. How Much Is The Fish? 28 Leute haben das auch gesagt. Jetzt, wo du es sagst, habe ich dann auch wieder das, aber ich wäre niemals im Leben selber drauf gekommen. Boah, Ali, I don't know, Mann. Moderator. Ja? Wer hier nochmal gefragt wird im Team und dann die Antwort vom Team immer kommt, doch. Dann ist aber hier. Ja, das so, muss, da hat Flo natürlich völlig recht. Ihr dürft euch eigentlich nicht beraten. Ja, wir reden nicht miteinander. Vielleicht nochmal dazu sagen. Ein bisschen strenge Weile lassen wir. Ich brauche noch einen Song. Aua. Boah, ich glaube, dass also vor so bestimmt 7 Jahren oder so wurde mir das auch irgendwie mal in so eine Playlist gespült. Ne? Aber ich. Absolut keinen Plan mehr. Irgendwas mit F, aber. Fisch zum Beispiel. Nein. Boah. Du kannst auch passen, wenn dir nichts einfällt. Ist das ein X? Das wäre ein X. Oh, das ist ja blöd. Dann kann ich auch irgendeinen Müll sagen. Dann sag irgendeinen Müll. Ich brauche nur eine Antwort jetzt. Irgendein Müll klingt nach einem Scooter-Song. Ja. Denk dir einen Scooter-Song aus. Was könnte ein Scooter-Song sein? Oh, okay. Wir haben gewonnen. Boah, ich darf ja nicht so lange, ne? Nee, ich bräuchte jetzt schon eine Antwort. Ich gebe dir noch 3 Sekunden. Was, wir können es beraten. 3, 2, 1. Fireworks. Keine Ahnung, Mann. Ich habe keinen Plan. Fireworks. Leider nicht auf der Liste. Mann, aber bei Katy Perry wärst du da ganz gut. Ja, bei Katy Perry wäre ich dabei. Aber das weißt du auch nur wegen der Halftime-Show von vor 5 Jahren. Als wir nach Bier angestanden haben, da kam so ein kleiner Metal-Part. Vor 8 Jahren? Oh Gott, das ist 8 Jahre her. Ja, heißt der Song? Kann ich dir nicht sagen. Das ist so, das war das Einzige, an was ich mich erinnere auf diesem Konzert, was nachbleibend war. Dieser kleine Metal-Part, der hat mir ganz gut gefallen. Nee, ich habe keine Ahnung. Nee, andere Okay, Band. Dann drittes X an der Stelle. Die Chance für euch, die bisher erspielten, das sind immerhin 70 Punkte hier zu klauen, wenn ihr eine richtige Antwort habt. Ich habe ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, ob der Song Wicked heißt oder ob der Song I Feel Hardcore heißt. Oh, ich sag, der ist Wicked. Ich glaube, der ist Wicked. Wollen wir es probieren? Ja. Weil wenn nicht, okay, Wicked. Wicked? Ja, und der heißt I Feel Hardcore? Ja, nice. Weder noch. Okay, was? Cool. Aber mit dem Umschreiben vorhin war okay. Naja, gut, ist egal. Nee, weder noch. Ja, haben wir nicht. Wicked sagt ja in sehr vielen Songs, ja. I Feel Hardcore ist... Heißt der nur Hardcore? Nee, der ist aus einem anderen Song, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Freunde, leider habt ihr es nicht geschafft, die Punkte zu stehlen. Damit kommen trotzdem 70 Punkte auf unser Konto. Stark. Wir hätten ansonsten hier noch gehabt, ganz bekannt, Maria, I Like It Loud. Oh, stimmt. Oh. Ich hätte den Namen auch nicht gewusst. Ja, das hätten dann auch 11 Leute gesagt. Wir haben Nessaya mit 8 Stimmen, J'adore Hardcore mit 4 Stimmen und... Move Your Ass mit 2 Stimmen. Nichts habe ich noch nie gehört. Nichts davon sagt mir was. Absolut trotzdem nichts davon sagt mir irgendwas. 70 Punkte für euch an der Stelle. Und das ist das Schöne bei dem Quiz. Man kann trotzdem Punkte machen. Ja. Aber welcher ist denn dieser... I feel hardcore. Ist der überhaupt von... Ist der überhaupt von Always hardcore. Aber der war nicht dabei. Nee. Wow.
Freunde, wir klären einmal das Board und kommen gleich zu Frage 4. Und ich glaube, die kriegt ihr schon eher hin. Das war noch die speziellste Frage, die wir hatten. Ich gebe den Buzzer schon mal frei. Eure X sind zurückgesetzt. Und ich möchte jetzt von euch wissen, Frage 4. Wir haben 100 Leute gefragt, nenne etwas, das man mit einem Löffel isst. Damn. Das ist alles. Ja. Ja, na dann mach mal. Okay. ein Joghurt. Ein Joghurt, das sagten auch 19 Leute, nicht die Top-Antwort, damit immer noch die Möglichkeit fürs Gegnerteam, eine Antwort zu geben mit mehr Punkten. Darf ich die Zwischenfrage stellen, wann du diese Umfrage erstellt hast? Innerhalb dieser Woche. Trotzdem. Jetzt ist sie, ja? Ja, ja. Okay, Pudding. Pudding sagten auch. Die Regie macht's spannend. Shit. 4 Leute. Ah. Pudding. Damit geht die Runde rüber zu euch. Nee, und ihr dürft weiter antworten. Eis. Eis, sagt Leslie. Eis sagten auch 21 Leute. Ich glaube. Ja, fast die Top-Antwort. Wir dürfen nicht. Suppe. Suppe. Ich glaube, das ist die Top-Antwort. Suppe. Da hörst du schon aus dem Gegnerteam, das muss die Top-Antwort sein. Und das ist sie auch mit 47 Schön. Punkten. Ja, der hat die, mega. Nachdem Aber die Leute wussten, dass wir Pudding-Test gemacht 2 haben. 2 sind noch offen. Wir brauchen noch mehr. Achso, wir dürfen noch nicht mehr. Ja, ja. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob sowas Allgemeines wie Dessert gültig ist als Antwort. Nee, tatsächlich hätte ich das aufgedröselt. Ne? Okay, also ich hätte das nicht zusammengefasst zu Dessert. Deswegen haben wir ja auch zum Beispiel Joghurt und Eis und so Pudding, das ist ja alles Dessert. Bist du gerade so ein bisschen wahnsinnig die geworden? Die Schaumkrone von meinem Kaffee, actually. Aber ich glaube auch nicht, dass das dabei ist. Also es gibt viele Dinge, aber das Problem ist ja, du willst ja wirklich die suchen, die auch in diesen Top 6 ich hab noch 2, die sind. Okay, sag dann mal. Eins. Ich gebe noch 5 Sekunden für eine Antwort. 5, das ist die Couch. 4, 3, 2, 1. Ich brauche Kuchen trotzdem, Kuchen. Weil Kuchen? Manche Leute sind hardcore und essen das nicht mit der Gabel. Das stimmt, ich esse Kuchen zum Beispiel mit einem Löffel, aber ist leider nicht als Antwort gegeben worden. Sonst eine Kuchengabel. Damit euer erstes. Ja, aber wir haben nur 2. Alle. Aber Kuchenlöffel gibt's echt. Kiwi. Kiwi. Oh, das ist stark. Kiwi ist eine sehr gute Antwort. Leider auch nicht dabei. Euer zweites X, damit die Gelegenheit für euch die Punkte zu stehlen. Oh, shit. Ihr habt jetzt tatsächlich. Sind das alles so Barbaren, die Kiwi mit Haut essen? Das könnte durchaus sein. Soll ja ganz modern sein. Ja, nee, ist glaube ich größer. Weiß ich nicht. Machen mehr. Es gibt so viele Sachen. Machen mehr? Hau einfach was raus, das, was dir als erstes im Gedanken ist. Darum geht's ja bei dem Konzept. Ja, die Leute antworten, was ihnen als erstes einfällt. Es wird beides dabei sein, einfach. Und dann? Das Gegnerteam entscheidet sich schon. Spielt Schnick, Schnack, Schnuck. Ach komm. Okay, gut. Ja, dann. Aber ich finde das voll. Aber ich wollte eigentlich nur, dass das gar nichts gemacht. Keine Ahnung. Ich muss jetzt was sagen. Du musst was sagen. Was ist generell einfach Creme? Gesichtscreme, keine Ahnung. Nee, aber so Creme Brûlée, was eigentlich auch eine Art Dessert ist. So. Nehmen wir Creme Brûlée. Oh nee, warte, wobei. Ihr könnt noch weiter überlegen, ja, vielleicht, egal, es weiß ist, ich nicht, aber Creme Brûlée nehme ich als Antwort leider nicht dabei. Freunde, damit die Chance für euch bei der richtigen Antwort, die Punkte zu klauen. Wir gehen mit Cornflakes. Oh, ihr geht mit Cornflakes und Cornflakes lasse ich gelten, denn Müsli war die. Ist das andere Antwort Ei? Ist das andere Ei? Mit 6 Stimmen. Sag, dass das andere Ei ist. Damit erstmal ganz kurz, bevor ich die letzte Frage auflöse, habt ihr die Punkte erfolgreich geklaut? Die gehen auf euer Konto. Tut mir leid, stark gestartet allerdings. Ja, die Punkte gehen zu euch. Die letzte richtige Antwort wäre gewesen. Gerne aufdecken. Nutella! Was? Mit 2 Stimmen. Okay. Seid ihr 12 oder was? Damit haben wir einen aktuellen Zwischenstand von 222 Punkten. Ihr müsst übrigens einen ausgeben. Zu 70 Punkten für euch noch alles drin hier tatsächlich. Bin auch ein Nutella-Löffler. Aber ich glaube, ich hätte nicht gedacht, dass es das in die Top 6 schafft. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber Müsli, ey, das ist auch diese Kopfblockade, ne? Eigentlich so total obvious.
Klar. Ich bin so froh, dass wir uns für Müsli entschieden haben. Wir hatten noch das Frühstücksei als Alternative. Ja, ja, das war, ich hatte Kiwi oder Ei halt im Gedanke. Genau. Freunde, wir kommen zu Frage Nummer 5, die da lautet, wir haben 100 Leute gefragt, nenne ein typisches Mordwerkzeug. Oh, da waren die Jungs ein bisschen schneller. Messer. Ein Messer, sagt Flo, und das wir sind hier in Berlin. Messer. Natürlich die Top-Antwort, Freunde, mit 60 Punkten. Das am meisten gewählte Mordwerkzeug. Das ist eine Kategorie, die mir gefällt. Ja, die wird auch sehr spannend, denn wir haben noch 5 weitere Mordwerkzeuge, die wir suchen. Und ihr könnt euch vorstellen, bei 60 Antworten, ja, trotzdem, das ist schon viel. Wenn ich jetzt anstatt Pistole, Schusswaffe sage, würde die Pistole mit runterfallen, oder, Herr Moderator? Für mich ja. Okay, Schusswaffe. Pistole, Schusswaffe, sagt Paul, und das ist mit dabei auf Platz 3 mit 6 Punkten. Ich hätte gedacht, es wäre direkt Platz 2. Hätte ich auch gedacht. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich erst wieder so ein obvious Ding rauskicke. Wir müssen die immer obvious nehmen, damit sie die nicht mehr haben. Nee, dann muss es natürlich der Weißensee Axtmörder auch reingeschafft haben. Die Axt. Du sagst die Axt. Flo sagt die Axt. Wir schauen auf das Punkteboard. Yes, da ist sie nämlich. Dabei, die zweithäufigste. Hat da sind sie, meine Ostberliner. Hat mich überrascht. 15 Leute sagten auch Axt und ich fand das sehr wild, dass man das als typisches Mordwerkzeug wählt. Wenn du aus Weißensee kommst, ja. Wahrscheinlich. Aber es sind noch 3 auf dem Board. In Weißensee ist Ende der 90er ist immer ein Typ mit einer Axt wirklich über die Hansastraße und ist auf Leute los. Oh, wow. Ja. Da will ich nicht dabei sein. Ja, aber das ist ja auch alles. Ich glaube, der hat übrigens nie jemanden verletzt. Das ist alles so Berlin. Ich frage mich, ob, das kommt ja auch so ein bisschen drauf an, Olli, wie ist denn deine, deine Karte. Demografie der Follower? Du hast ja bestimmt auch einige Follower. Ich sag mal Gift. Paul sagt Gift. Wir schauen aufs Punkteboard. Ist Gift dabei? Ja. Gift Stark. Ist dabei. Vierthäufigste Antwort mit 5 Punkten, fast genauso häufig. Jetzt gehen wir in den, jetzt gehen wir in den Nischenbereich. Aber wir haben da draußen viele Freunde der Extreme. Ja. Deshalb hat es die Kettensäge auch reingeschafft. Die Kettensäge? Ja. Oh, da hat jemand viel American Psycho gesehen. Die Kettensäge ist aber leider dabei. Euer erstes X. Aber, wir haben ganz viele oder zählt sowas wie ein Eispickel, zählt das unter Messer? Wenn nicht, warte, wir haben ganz viele Basic Instinct Fans bei uns. Doch, deswegen ist es der Eispickel. Paul sagt, es muss der Eispickel sein, aber auch der Eispickel ist leider nicht dabei. Zweites X für euch, die Chance für die beiden Mädels sich zu beraten, das tun sie auch ganz fleißig. Bisschen Druck jetzt bei euch gerade. Was nimmt man denn noch? Ich traue mich gerade nicht zu sagen. Nee, alles gut, alles gut. Nee, wir warten noch kurz. Okay. Achso, wir dürfen uns nicht. es ist. Ich habe auch noch ein, zwei Ideen. Der Klimawandel. Hat es noch der Menschengemachte dazu packen? Nee, es ist. Die Plastiktüte. Die Plastiktüte. Die durchsichtige, sagt wichtig. Flo. Ja. Die Plastiktüte. Ist die Plastiktüte dabei? Nein, euer drittes Kreuz. Es tut mir leid, die Plastiktüte ist nicht dabei. Damit für euch die Gelegenheit, Punkte zu stellen. Das wäre das Ding. Olli meint aber auch, das ist eine lustige Kategorie. Das heißt, ich könnte mir sogar so ein Klavier vorstellen. Ja, aber da würde ich ja, also entweder Seil oder Hände. Seil oder Hände finde ich nämlich auch gut. So erwürgen, klassisches, so. Also Hände ist super. Oder ein Strick. Ich weiß aber nicht. Beides hübsch. Also was können denn die Leute eher sagen, die halt bei Olli followen? Ich bin seine Frau, aber ich bin zu extrem für den ganzen Mist. Nun. Wir nehmen das Seil, das ist klassisch. Oder die Hände, aber das ist schon... Die Hände ist halt dein eigenes Tatwerkzeug. Genau, vielleicht sagen dann ja auch einige, am Ende ermorde ich sie ja mit meinen eigenen Händen. Das ist ein guter Call eigentlich. Ihr sagt Hände. Ja. Hände soll es sein. Eine sehr starke Antwort, finde ich. Bin ich auch. An der Stelle aber leider nicht dabei. Jawohl! Gehen an... Team Dr. Freud? Tschüss! Wir lösen natürlich auch für euch. Es wäre nicht das Seil gewesen. Es wäre auch nicht die Klavierseite nicht gewesen. Mordwerkzeug, sondern. Wir lösen die anderen Antworten gerne für euch auf. Wir haben Hammer und die Pfanne. Ihr dürft nicht vergessen, auf welchem Kanal wir sind. Hier sind die Gamer unterwegs, die haben zu viel PUBG gespielt. Dementsprechend kommt hier wahrscheinlich die Pfanne schützt dich doch nur vor der Kugel im Arsch. Ja, einen Hammer hatte ich ganz am Anfang im Kopf. Und dann kam die Axt und dann weißt du. Hammer finde ich auch wild. Ich hatte ja wenigstens noch gehofft, dass ihr einen Finger kaputt macht. Fabio, du bist jetzt gerade einen Hammer rausholt, um uns das zu belegen.
Ja, wir haben den Punktezwischenstand von 70 zu 308. Team Dr. Freud führt noch. Für euch ist noch alles drin. Ja, das glaube ich. Ich schon mal für die nächste Runde frei. Denn wir kommen gleich zu Frage 6. Wir spielen heute übrigens 10 Fragen an der Zahl. Dachte ich, das passt zeitlich eigentlich ganz gut. Ja. Dann haben wir nämlich direkt beim nächsten Mal nochmal 10 Fragen. Ich habe nämlich eigentlich 20 gemacht, aber better safe than sorry. Freunde, wir kommen zu Frage Nummer 6. Wir haben 100 Leute gefragt. Nenne einen typischen Männervornamen, einen typischen deutschen Männervornamen. Typischen deutschen Männervornamen. Entschuldigung, Deutsch habe ich vergessen. Flo. Soll ich? Meta oder er macht? Okay, ich hätte Meta-Gaming gemacht. Ich fange an mit Hans. Okay, hätte ich nicht. Hans, get the Flammenwerfer, sagt Paul. Wegen typisch ist deutsch. Der Hans dabei, Platz 3. Oh. Damit für euch noch die Gelegenheit, eine Antwort zu geben, die mehr Punkte gibt. Nein. Kevin, Peter oder Christian. Oder Kevin. Kevin. Das könnte auch der Oliver sein. Oder Florian. Stimmt, die sind ja bei dir auf dem Kanal gewesen. Oder der Paul. Was gibt mehr Antworten? Also was haben wohl die meisten geantwortet? Das ist halt Ollis Kanal. Es könnte halt ein Oliver sein, aber es könnte halt auch der klassische Kevin sein. Ich habe den Leuten aber, ich betone das nochmal, es geht darum, dass die Leute die erste Assoziation, die sie haben nach der Frage, die tippen sie ein. Mhm. Es geht nicht nach der lustigsten Antwort, es geht immer nach der häufigsten Antwort. Ja, also bei mir ist die erste Assoziation Kevin. Dann mach Kevin. Dann locken wir einen Kevin ein. Ihr lockt Kevin ein. Kann stark sein. Kann stark sein. Kevin ist aber leider nicht dabei. Nein? Tut mir leid. Nicht dabei sogar. Dabei. Kevin hat sich mal reingeschafft? Kevin hat es nicht mal in die Liste geschafft. Aber da bin ich ja froh mit Hans. Nach typisch deutschen Männervornamen. Und Kevin ist wahrscheinlich einfach nicht deutsch genug. Aber, ach so, wir dürfen ja gar nicht. Du bist. Thomas. Thomas. Ist der Thomas dabei? Der ist in jedem Vorstand. Es gibt mehr Thomas in Vorständen, als es Frauen in Vorständen gibt. Leider gibt es für euch aber nur ein X im Vorstand. Was? Thomas ist nicht auf der Liste. Okay, dann müssen wir es jetzt wissen. Wollen wir das wissen? Weil sonst wäre ich... Einen würde ich noch gehen. Let's go. Horst. Horst. Wir schauen auf die Liste. Ist Horst denn dabei, Freunde? Natürlich, der Horst ist dabei. 7 Punkte für den Horst. Ja, dann haue ich auch noch einen mit H raus. Ja. Was mit Harald? Harald. Nee. Keine Ahnung. Harald ist der Harald auf der Liste. Wenn die unter typisch deutsch so alt verstehen. Leider nein, der Harald nicht auf der Liste. Zweites Kreuz, aber schöner Name. Ich finde Harald ja ein sehr, sehr schöner Name. Aber gehen wir jetzt aber mit... Aber ist, glaube ich, eher so ein nordischer Name, ne? Okay, dann ich gehe jetzt mit Flo Florian. Florian ich hab mit ihm angefangen. Ist leider euer drittes Kreuz. Ja. Wow. Tut mir leid, Freunde. Tut mir leid. Ja. Beide. Ich muss auch sagen, das war die Fragenkategorie mit den meisten Antworten insgesamt. Mit den wenigsten Punkten für sie. Alexander. Stark. Auch stark. Alexander, ja. Habt ihr euch mit stark. Alexander die Punkte gesnackt oder nicht? Leider nein. Nein. Boah, was? Jetzt wird es aber weird. Bestimmt. Ich bin nicht, dass Günther da drin ist. Ich bin generell, was ist denn mit den Leuten? Digga, wenn Platz 1 Adolf ist, dann. Nein, pass auf, Freunde. Der Name wurde schon genannt, deswegen bin ich umso erstaunter, dass ihn dann doch keiner gesagt hat. Auf Platz 1 haben wir nämlich, man kann gerne auflösen, den Peter. Der Peter mit 15 Stimmen. Hättest du gerade auf Platz mich gehört. Außerdem auch noch den Klaus. Shit. Wir haben den Jürgen. Und wir haben den Michael. Und Adolf ist nicht dabei. Wow. Das sind die häufigsten Stimmen gewesen. Die Kategorie hatte ja gar keine. Ich hab's gerade wieder vergessen. Ich hab's dir vorgeschlagen. Sehr das nächste Mal höre ich Kategorie auf dich. Gewesen. Das stimmt. Aber... Ey, da kann man nichts machen. Nee. Kann man nichts machen, Freunde. Ihr habt Hans gesagt, mein Vater heißt Peter. Also eigentlich beides auch noch. Und ich dachte mir so, wenn ihr Hans sagt, ich muss Peter sagen. Und dann sagt sie Kevin. Und ich so, ich vertraue deiner Frau. Kein Problem. Ja. Scheiße. Nicht mal Olli vertraut seiner Frau. Und dann hab ich's vergessen und dachte mir so, komm, ich gehe mit sowas ganz typisch Deutschem, was auch noch so dabei ist. Ja, oder ich hätte als nächstes noch Hermann gesagt, wäre auch nicht frei gewesen. Ja. So, vorne. Die Haars waren an sich gut, aber ich denke halt eher an alte Namen gerade. Also das waren wir kommen zur nächsten Frage. Macht ja euch bitte bereit. Ja. So durch die Hände an die Buzzer. Okay. Ich möchte von euch wissen, wir haben 100 Zuschauende aus der Community gefragt. Nenne eine bekannte Whisky-Marke. Boah, das war schnell. Ich glaube nicht so hart an die Feinschmecker, deswegen sage ich als erstes Jack Daniels. Jack Daniels, sagt der Flo und trifft damit die Top-Antwort. Ja. 45 Stimmen auf Jack Daniels, das ist eine
deutliche Mehrheit. Ja. Paul. Machen wir das einfach, dann gehe ich weiter mit Johnny Walker. Ja. Johnny Walker, sagt Paul, ist Johnny Walker auf der Liste. Ja, ja, auf Platz 4. Jack mit und Johnny 6. Ist, da ist auch Jimmy. Jim Beam, sagt Flo. Auf Platz 2 mit 18 Punkten ist Jim Beam. Ich sag, ein paar von denen gehen auch mit Ballantines. Ballantines, es geht ja Schlag um Schlag. Ballantines auf der Liste. Ballantines ist auf der Liste mit 4 Punkten. Das ist die Frage, wie viel Kohle geben die Leute aus? Ist Chivas bei? Chivas Regal. Chivas Regal. Ist Chivas Regal dabei? Leider nein, euer erstes Kreuz. Chivas Regal jetzt ist nicht. Jetzt meine Frage. Drin. Blue, Red, Green, Black Label. Ist das eins oder? Ich habe die Marke genommen. Okay. Die Frage ist nach den Marken. Ja. Okay. Was trinken die Leute denn noch? Glenfiddich. Stark. Glenfiddich, sagt der Paul. Glenfiddich dabei? Ja. Yeah. Ich glaube, eins der am häufigsten verschenkten Geschenke zum Vatertag dürfte Glenfiddich sein. Mhm. Schenkt jeder Sohn an seinen Papa. Gab 9 Stimmen dafür. Uns fehlt aber also noch eine. So, jetzt gibt es die teuren vom Discounter. Oder einen teuren. Also so einen legit teuren. Ich musste gerade an das Whisky-Tasting-Video von Horst Lüning denken, bei dem er Discounter-Whiskys trinkt. Ist sehr, sehr unterhaltsam, sehr lustig, kann ich sehr empfehlen. Was? Ich weiß nicht, ob die Mädels uns das komplett snacken. Ob ich einen teuren nehme oder ob ich einen günstigen nehme, also einen günstigeren. Ja, ihr habt noch 2 Versuche, also einfach rein. Wir haben noch 2 Versuche. Ihr habt noch einen. Aber ich hab gerade noch keiner im Kopf, also spiel ein bisschen auf Zeit. Mhm. Was hat man denn so zu Hause? Ja, also das überlege ich auch gerade. Der absolute Standard steht hier, das steht jetzt schon mal fest. Also ich hätte noch einen. Sind da noch ein paar Feinschmecker bei, die was wirklich... Nee, es gibt noch einen. Einen, der ähnlich in der gleichen Preiskategorie... Ich nehme mal noch den Glenmorangie. Glenmorangie? Wird er so ausgesprochen? Ja, Glenmorangie, glaube ich. Glenmorangie ist aber leider nicht auf der Liste, auch wenn ich ihn sehr mag. Toller Whisky. Guter Call, leider nicht mit dabei. Fuck, wie heißt denn der? Auch so ein eigentlich ein Standard-Whisky, der immer rumsteht. Orange, Glenmorangie. Paul. Ja, sorry. Gib mir eine Minute, bitte. Nee, ich gebe dir 10 Sekunden. Wow! Ich möchte bitte, dass jemand eine Analyse macht, wie viel Zeit welchem Team hier gegeben wird. Ich habe vergessen, wie er heißt. Der hat so eine grüne Banderole. Mhm. Ist ein bisschen dickere Flasche, aber eckig, nicht bauchig. Und so eine grüne, schräg rübergehende Banderole und ist in der gleichen Preiskategorie wie Ballantines. Ich habe aber vergessen, wie der heißt. Ich wüsste jetzt nicht, welchen du meinst, um ehrlich zu sein. Okay. Ich habe nur noch 2 im Kopf. Ich glaube, beide sind nicht dabei. Ja, Paul, deine Antwort. Komm, pass it. Ich weiß es auch nicht. Paul. Ja, ich sag... Die Wahrscheinlichkeit, dass sie treffen, ist gering. Pass das Ding und gut ist. Ich sag trotzdem Royal. Royal. Cool. Royal daneben leider. Welchen denkst du? Drittes X. Gibt's nicht Flying Goose? Damit gehen wir rüber zu den Damen. Ich überlege halt entweder Jameson oder Nika. Jameson ist halt aus Dublin. Dort ist auch die Distillery. Oder Nika haben ist auf jeden Fall 2 Vorschläge im Kopf, so wie es klingt. Japan. Ja. Denn Nika Coffee Grand, also wir haben halt beide, trinken wir sehr gerne. Wobei Jameson halt der ist, der mein Vater halt zum Beispiel nur trinkt. Das ist so ein Standard, den du auch überall kriegst. Ja, du brauchst halt jemanden, der eigentlich auch häufiger gewählt wird. Genau. Ja. Also da würde ich den tippen, aber ich überlasse dir die Entscheidung. Ich meine, ich hätte mal für jemanden Flying Goose gekauft, aber oder so. Also an, heißt der so? Ich weiß gar nicht. Aber ich weiß es nicht. Wenn du dir sicher bist mit einem von beiden. Ich bin gar kein Whisky-Trinker. Ja, ich bin zwar ein Whisky-Trinker, aber ich kenne die Leute nicht. Ich weiß halt nicht, welcher vielleicht offensichtlicher ist. Ich gebe euch noch kurz 5 Sekunden, dann brauche ich eine Antwort. Also wenn es jetzt halt nicht stimmt, dann bin ich halt wieder mal... Nein, alles gut. Also aber ich bin super unsicher. Ich würde den Jameson tippen. Ja, dann tippen wir den. Ich würde den Jameson... Ihr sagt Jameson...
Genau. Das ist lustig, Paul zeigte mir gerade ein Bild von einer Jameson-Flasche. Ist es der, den du meintest? Ja. Genau, das war den der. Meinte, du bist durch auf den Namen gekommen? Ja. Das ist hart, denn Jameson ist richtig. Das ist die sechsthäufigste Antwort. Damit geht die Punkte auf euer Konto. Erfolgreich gesnackt, die Punkte. Ah, it hurts. Nähert euch damit an. Aber ich verstehe das auch, weil der Jameson, den ich im Kopf hatte, mit der grünen Banderole und so weiter, den ich gerade Olli gezeigt habe, ist eine 18-Jahre-Edition. Der normale sieht ein bisschen anders aus. Bei grüner Flasche dachte ich auch direkt schon an Jameson, dachte so, ah, oh, Paul ist auf dem richtigen Weg, aber dann kam Banderole schräg rüber und so. Und ja, ich dachte mir die ganze Zeit so dabei, weil ich muss ja nur zu Hause bei uns im Gedanken die Regale durchgehen. Ja, Jameson war stark. Ich gebe euch die Buzzer frei. Er wäre es gewesen. Seid schnell am Buzzer, denn wir haben 100 Zuschauer gefragt. Nenne etwas, das man im Nachtschrank aufbewahrt. Shit. Ja. Das war hier drüben. Fang damit an. Okay, gut, also ich gehe erstmal mit Kondome. Flo sagt Kondome. Ist das auf der Liste? Natürlich. Zweithäufigste Antwort mit 26 Punkten. Für euch die Möglichkeit, noch mit der Top-Antwort die Runde zu euch zu holen. Der versaute Klassiker. Der Womanizer. Oder Sexspielzeug generell. Sexspielzeug generell. Sexspielzeug. Ihr sagt Sexspielzeug, wir schauen rauf, das ist die Top-Antwort. Ja. Damit geht die Runde rüber sogar zu euch. Ihr dürft weiterspielen. Oh Gott. Aber wir können sie noch snacken, gar kein Problem. Die haben nämlich keine Ahnung, die haben nämlich nichts anderes außer Sexspielzeug und Kondome. Ich glaube, ich habe legit nichts anderes. Ich möchte auch direkt dazu sagen, ich habe wirklich sehr ausführliche Antworten bekommen. Also ich hab, die Leute schrieben nicht Sexspielzeug, die Leute waren doch sehr detailliert. Ja. Ich habe das zusammengefasst als Sexspielzeug dann. Also jeder, der Dildo, Vibrator, Womanizer, Anal Penetrator 8000 war auch dabei. Also da war alles dabei. Sehr gut. Die Standardsachen halt. Ja. Ist halt eine große Schublade. Vielleicht findest du da noch die Würde von jemandem. Die Würde von Savage. Also ich muss sagen, es liegt nicht bei mir im Nachttisch. Auch wenn ich es gerade geantwortet habe. Ich habe andere Sachen in meinem Nachttisch. Ja, dann Zimmer und auf. Zwar? Ja, aber nee, ich weiß nicht, ob ich das sagen will. Du willst gar nichts sagen, weil anders dran, denn du hast gerade Sexspielzeug gesagt. Stimmt, dann nehme ich das Buch. So. Oh ja. Ein Buch beziehungsweise Bücher ist das auf der Liste? Was? Ja. Liegt das nicht auf dem Nachtschrank? Ich habe heute übrigens 2 Uhr nachts gelesen. Von wegen, lese ein Buch, damit du schlafen kannst, hat er zu mir gesagt. Ja, und hast du danach geschlafen? Ja, aber mit dem siehst du. Statistisch gesehen habe ich recht gehabt. Ja. Was ist noch in so einem Nachtschrank drin? Ich würde jetzt allgemein sagen Tabletten, weil eventuell so könnte ja Verschiedenes sein. Tabletten beziehungsweise an der Stelle lasse ich das gelten. Medikamente habe ich geschrieben, beziehungsweise haben die Leute auch geschrieben. Tabletten, Medikamente ist auch dabei mit 9 Punkten. Völlig korrekt. Taschentücher? Taschentücher, sagt Anne. Sind Taschentücher dabei? Ist das etwas, was die Leute geantwortet haben? Ja, ist es in der Tat. Taschentücher mit 17 Punkten. Und damit fehlt euch nur noch eine Antwort. Eine Antwort, um zum Ziel zu kommen und alle Punkte mitzunehmen. Das ist echt stark. Das ist stark, ja. Das passiert nicht häufig. Mich interessiert danach mal, was du im Nachtschrank hast. Ladekabel. Ja. Ich weiß nicht, ob das die 6. Antwort ist. Ja, wir haben 3 Versuche, also von daher. Ladekabel. Ein Ladekabel, gute Antwort, leider aber nicht dabei. Oh krass, das war eine von den 2 Sachen, wo ich dachte, das... Ich glaube, da ist es tatsächlich so, dass die Leute das draußen haben. Also zum Laden. Das Buch hätte ich auch draußen. Aber ich habe da Ersatzkabel, so. Ach so, Ersatzkabel. Ja gut, das kann natürlich sein. Falls das eine bricht in der Nacht. Legit, ich habe nur 1 mitgenommen nach Berlin und das war dann gebrochen. Das war das, was draußen war an meinem Nachttisch. Seht ihr? Anne. Seht ihr. Bewiesen. Bewiesen. Der Wecker, wenn ich ihn aus Frust verstecke. Ist übrigens ganz schlecht. Ich habe nur eine Kiste, ich habe keinen Nachttisch. Ja, wir leben nicht sehr... Ihr seid ja noch nicht so lange eingezogen. Nee, wir brauchen mal irgendwann ein neues Bett, ein großes Bett. Ich weiß nicht, ob das Handy dann nachts reinkommt, weil die Leute das nicht oben drauf haben wollen. Gott. Hast du noch einen guten letzten Call für die letzte? Nein, ihr dürft euch nicht beraten. Nee, ich wollte nur fragen, ob du dann schon was parat hast. Das ist auch verraten. Das ist nur jetzt so. Meine Brille. Eine Brille. Guter Call. Da ärgert sich Flo, sagt, war meiner. Ja. Ein Glück, Flo, weil der ist nicht dabei.
krass. Scheiße. Okay, wir können uns das. Ich bin nur durchgegangen, was meine Frauen nach. Also, zweites X, ihr dürft euch beraten. Es gibt. Dürfen wir uns auch beraten? Nein. Immer noch nicht. Leider nein. Leider nein. Ihr habt die Kategorie wirklich stark gestartet, an euch gerissen, fast alle richtigen Antworten. Ich vertraue dir voll. Hau raus. Ey, ich habe auch Ladekabel gerade gesagt. Okay. Ja, und ich habe die Brille rausgehauen. Boah, was gibt's denn da? Kommt da auch, aber mit Brille. Ja, das mit dem Handy war halt auch gerade ein guter Call. Sehr rege beraten. Was kann man denn sonst noch? Nee, das eher nicht. Wahrscheinlich genauso offensichtlich wie Müsli am Ende. Wir haben auch Filme. Ja, Frau auch. Vielleicht haben einige auch sowas. Ich gebe 5 Sekunden, dann brauche ich eine Antwort. 5, 4. Ich nehme das Handy. Du nimmst das Handy. Das Handy leider euer drittes X und damit für euch die einmalige Chance, euch doch die Kategorie wieder zu schnappen. Weil es müssen ja nur 3 Leute gesagt haben. Ja, also. Naja. Wir sagen Creme. Creme? Ja. Ist die Creme dabei oder nicht? Das ist die große Frage. Die Creme ist leider nicht dabei. Damit geht der Punkt auf euer Konto. Ich hoffe so sehr, dass es nicht die Schlafmaske ist. Ich gebe zu, mich hat es erst überrascht, bis ich angefangen habe, drüber nachzudenken. Oder wird schon weggeschaltet. kein Problem, da ist es wieder. Vielen Dank, liebe Regie. Die letzte Antwort, die noch offen war, Freunde, war nämlich die Taschenlampe. Ach, Taschenlampe? Hä, dann das Handy doch richtig. Was ist denn mit dir? Das hat auch eine Taschenlampe. Ja. Erstmal denkt man sich, hä? Ich mach doch Licht an. Dann ist, aber was, wenn der Strom ausfällt? Dann habe ich ein Handy. Dann habe ich ein Handy. Korrekt. Wer zum Geier aber hat denn eine Taschenlampe zwei in seinem Leute Nachttisch? Sagten Taschenlampe. Und das war das, damit noch das dabei. Das sind die, die sich nicht getraut haben, die andere Taschenlampe zu schreiben. Ja. Meinten die Leute? Olli, ist Olli, das hättest du das bei Sexspielzeug einsortieren müssen? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ja. Wenn aber nur eine Maglite. So. Die gibt es so auch so groß. Die gibt's auch die so kleine? Groß. Die Powerbank habe ich auch noch im Nachttisch zu den Laden. Jetzt müssen wir langsam mal ein bisschen gucken, Alter. Ja. Vorletzte Frage. Stark angefangen, stark nachgelassen, würde ich mal sagen. Vorletzte Frage und ihr seid auf 100 Punkte rangerückt. Also ihr habt noch alle Chancen der Welt. Seid schnell an den Buzzern, denn ich möchte von euch wissen, wir haben 100 Zuschauer gefragt, nenne eine App, die jeder auf dem Smartphone hat. Ja. WhatsApp. Bitte daran denkt, mich ausreden zu lassen, bevor ihr buzzert. Aber hast du? Hast du? Nein. Die jeder auf dem Smartphone hat, dann habe ich gebuzzert. Irgendwie eine Zeitschalter? Ja. Wir bekommen eine Zeitlupe vor dem letzten. Ich möchte eine Antwort, bitte. WhatsApp. WhatsApp, sagt Paul. Und WhatsApp ist die Top-Antwort. Ist aber trotzdem nicht leicht. Instagram. Oh. Instagram sagt Flo. Und das ist die zweithäufigste Antwort. Ja, Google Maps. Guten Run. Stark. Google Maps sagt Paul. Und Paul, das ist die dritthäufigste Antwort. Ich hab nichts gesagt. Spielen Sie hier die perfekte Runde oder was ist los? TikTok. TikTok sagt Flo und das ist euer erstes X. Wow. Okay. Wir haben eine ganze YouTube. YouTube sagt Paul ist dabei auf Platz 5 mit 6 Stimmen. Tja. Ist ja unsere Zielgruppe. Ja. Weiß ich nicht, ob die das hat, aber ich sag dann Twitch. Twitch! Leider nein. Okay, dann. Ein zweites X und damit könnt ihr euch beraten. Ja, dann. Wir brauchen 2 Apps noch. Viele Punkte hier gerade. Ah, ist das so eine. Zählt das als. Ja, stimmt. Ist es eine spezielle. Ich meine jetzt sowas wie Mail. App, ja. Muss das dann die Google Mail App sein oder die oder kann ich, ist das bei dir auch wieder zusammengefasst wie bei Sexspielzeug? Wenn es eine eigenständige App ist, ist es als eigenständige App da drin. Okay, Mail App. Mail App. Leider nicht dabei. Das ist auf jedem Handy, mehr als WhatsApp, sage ich dir. Aber es ist den Leuten nicht eingefallen. Ja, okay. Eure Scheiße. Gelegenheit. Wir haben halt verschiedene Ideen. Aus. Soll ich machen? Mach. Internetbrowser? Internetbrowser? Oh. Leider nein. Oh, ja. Leider verpasst es schon. Damit gehen die Punkte auf euer Konto. Wehe, Twitter ist dabei, ist Leute. Es Facebook? Nein. Es sind noch Spotify mit 3 Stimmen. Oh Mann, das macht voll Sinn. Taschenrechner. Und Taschenrechner mit 8 Stimmen. Ey.
Ja, es macht aber beides voll Sinn. Aber Spotify hätte man. Ja, aber. Ja. Aber das YouTube. Ich hätte auch gedacht, dass nicht YouTube vor Twitch kommt. Im Leben wäre ich nicht auf Taschenrechner. Mich hat es gewundert, dass TikTok nicht da ist. Ja, safe. Ich wäre im Leben nicht auf Taschenrechner. Ich dachte halt auch, dass sowas wie Uhr oder Wetter-App oder sowas noch dabei ist. Letzte Frage für heute. Wir haben 100 Zuschauer gefragt. Nenne ein Land, das auf Land endet. Ich habe mein Land direkt zurückgenommen. Ich liebe Deutschland. Und dann ich liebe Deutschland. Flo sagt Deutschland. Ich liebe Deutschland. Und das ist die Top-Antwort natürlich. Stark. Richtig. Ja. Ich kann dir sehr viel 38 sagen, Punkte damit schon mal. Frankreich Land. Finnland. Finnland sagt Paul. Oh, was ist Finnland dabei? Finnland ist dabei auf Platz 3 mit 12 Stimmen. Russland. Russland sagt Flo. Russland natürlich dabei auf Platz 5 mit 5 Stimmen. Oh, dann hätte ich jetzt auch. Was ist denn? So. Ich hab noch was. Ja, dann hau rein. Aber ich frag mich gerade. Ich hab nur noch eins. Nur noch eins! Ich kann dir mehr Auswahl geben, als da steht. Ah, ja, geil. Aber ich weiß nicht, ob es richtig ist. Grönland. Das war meins. Grönland, sagt der Paul. Und Grönland ist leider nicht dabei. Was? Tut mir leid, aber ist Paul, dann euer erstes X. Aber ist dann wenigstens Island dabei? Island, sagt der Flo, ist leider nicht dabei. Was? Okay. Euer zweites X muss ich beraten. Ja gut, dann... Ich hab grad... Warte. Ja, es erscheint im ersten Augenblick so einfach, aber es ist ganz weit weg davon, tatsächlich. Das auf Land endet, ja? Okay. Holland. Holland, sagt Paul und holt damit das dritte Kreuz. Was? Oha. Tut mir leid, Holland ist nicht dabei. Ja, ich hätte noch manchmal, wenn wir uns beraten dürfen, sagt Paul in der Sekunde das, was wir gerade uns gesagt deswegen haben. Wir haben totale Angst, uns zu beraten. Also wir haben verschiedene Ideen. Leslie hat 15, ich habe eine, England. Du hast Griechenland, Estland, Lettland. Also... Der Weg ist weit. Es kam gerade ein sehr enttäuschtes Ohrläufen. Ja? Nee, weil ich habe noch was völlig anderes gesagt, aber bin darauf auch nicht gekommen. Ja, England locken wir ihr sagt England. Ja, herzlichen Glückwunsch. Natürlich England, die zweithäufigste Antwort. Damit gehen aber diese ist Schottland wenigstens auch dabei? Nö. Griechenland ist doch bestimmt dabei. Griechenland oder? Ist noch dabei und wäre ein bisschen kniffliger geworden. Lettland tatsächlich. Lettland. Guck mal, Estland, wäre noch dabei gewesen. Ja. Eure Punkte, damit haben wir einen Endpunktestand von 314 Punkten. Und das Baskenland ist nicht 405 dabei. Punkten. Damit gewinnt Team Dr. Freud die heutige Ausgabe des Community Duells. Herzlichen Glückwunsch. England. Dankeschön. War ein sehr knappes Match. Gut gespielt auf beiden Seiten. Sehr gut geschlagen. Und wenn euch das gefallen hat, dann schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein oder schaut euch eine unserer vergangenen Folgen an. Wir machen nämlich hier öfters mal einen Quiz. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Wir bedanken uns auch recht herzlich beim Live-Chat, der mit dabei war. Wir streamen nämlich immer live auf twitch.tv/drfreud. Also schaut mal gerne vorbei. Schaut auch gerne bei der wunderbaren Evraldis und bei der wunderbaren Farbenfuchs vorbei. Wenn ihr nicht möchtet, nur auf Twitch, geht da gerne mal rüber. Auch auf Instagram. Falls ein Mod zugegen ist, haut gerne mal die Shoutouts raus. Und Twitter und TikTok. Guckst du dir an, du bist eine TikTokerin. Vielen Dank fürs dabei sein. Vielen Dank. So sehen die aus. Gegen unsere jetzt amtierenden Champions. Ich heiße, ich muss ein neues Gegner ziehen. Geil, wir dürfen nächste Runde wieder mitmachen. Jawoll! Ihr seid wieder mit dabei. Ja, Freunde, vielen Dank. Wir gehen wieder rüber auf die Couch. Und ihr schaut noch ein Video.